Hallo zusammen und seid schön gegrüßt zu einer Review, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Und zwar das Knack- und Backofenfrische Zupfbrot. Als ich gehört habe, dass das rauskommt, dachte ich mir, geil, muss ich dir besorgen. Und so kommt es, dass es das jetzt hier in meinen Händen sich befindet. Und ja, ich bin ein riesengroßer Knack- und Back-Fan und bin schon sehr gespannt, wie das Ding hier wird. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen an, hauen das Ding in den Backofen und dann würde ich sagen, Mahlzeit. Und euch viel Spaß auch bei diesem Video. Wenn ich an Knack und Back denke, dann fallen mir natürlich immer die Sonntagsbrötchen ein. Nicht das neue ofenfrische Zupfbrot, das gab es nämlich damals noch nicht, als ich Kind war. Und als ich Kind war, da war es immer, ich sag mal wirklich, eines der geschmacklichen Highlights meines Lebens oder meines kindlichen Daseins. Und zwar frisch gebackene Sonntagsbrötchen aufschneiden, schön warm noch, Butter drauf und dann Nutella, Alter. Ich sag euch, der geilste Shit. Heutzutage ist es so, dass ich lieber morgens frisch zum Bäcker gehe, aber ab und zu so Knack- und Backbrötchen backen ist einfach großartig. Das Einzige, was mich heutzutage so ein bisschen stört, ist, das war früher irgendwie nicht so, dass die so recht klein sind. Wenn man die aufstellt, hat man nur so eine kleine Fläche, was drauf zu schmieren. Und ich mag es heutzutage einfach viel drauf zu klatschen. Und deswegen, meistens stelle ich mir einen Knack- und Back in drei Schichten auf, dann habe ich mehr Fläche oder so. Ich liebe die einfach. Und ich bin halt deswegen einfach ein großer Knack- und Back-Fan. Allein schon wegen diesem lustigen Männchen, was hier mal im Bauch gestupst wird, wurde früher in der Werbung. Ich sehe gerade, meine Kamera ist ein bisschen schief. Oder das Bild ist schief. Wahrscheinlich beides. Und ich habe hier auch die Buttermilchbrötchen von denen getestet und auch die Zimtschnecken. Ich verlinke euch die Videos mal in der Beschreibung. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das ganze Ding hier wird. Es ist die Sorte Knoblauchkräuter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie ich brauche auch Käse dafür. Warum steht hier drauf, dass ich... Wie, ich brauche auch Butter dafür? Butter habe ich. Was ist das hier nicht drin? Was für ein Beschiss. Man braucht Käse dafür. Was habe ich denn für Käse da? Scheiße, Mann, ich habe keinen Käse. Doch, ja, ist jetzt nicht ganz das Gleiche. Ich habe Limburger, das geht auch. Und, oder nehme ich Camembert? Wäre natürlich auch geil, aber jetzt ein bisschen matschig. Ich habe keinen normalen Käse da. Ich dachte, hier wäre alles drin. Wenn hier drauf steht Knoblauch und Kräuter, dann gehe ich doch mal davon aus, dass hier alles drin ist. Ich war aber auch ein bisschen irritiert, dass man da Käse drauf sieht. Okay, also man soll halt Käse drauf machen und Butter. Kann ich ja gleich alles selber machen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Jetzt gucken wir erstmal, was da drin ist. Wahrscheinlich dann nur Kräuterbutter und das Brot. Wir gucken uns das gleich natürlich im Detail an. Man soll das Ganze in den Ofen backen. Der ist schon vorgeheizt. Wir gucken einfach mal am besten uns das mit der Kamera an. Ja, das ist es jetzt, also das ofenfrische Zupfbrot, was irgendwie komplett selbst gemacht werden muss. Hier sieht man die Anleitung, wir können hier einfach mal reingucken. Ich schätze, es ist nur Kräuter. Was denn? Hätten sie auch Käse reinpacken können? Ich meine, das ist überhaupt irgendwas drin? Ja, die Kräuterbutter. Das Billigste packen sie rein. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Och Mann. Kostet übrigens 2,50 Euro knapp und dafür... Ist ein bisschen arm. Ofen vorheizen haben wir gemacht. Ziehen Sie roten Etiketten nach links und rechts. Dose öffnen. Die Backform oder Springform mit etwas... Ach, das muss man auch nur haben. Hier muss sie alles haben. Nehmen wir mal gleich einfach diese Backform hier. Gleich ein bisschen ausfetten. Dann muss man das Ganze... Schneiden Sie jedes Teigstück in vier gleiche Teile. Legen Sie die Hälften davon in die Backform. Was? Jetzt gucke ich da einfach erstmal rein. Also jetzt wird mir das hier alles ein bisschen zu kompliziert. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich meine, dass das jetzt nicht so fertig da rauskommt, ist mir auch klar. Aber jetzt mal ohne Scheiß, warum soll ich mir denn überhaupt noch was hier fertig kaufen, wenn ich alles selber machen muss? Wir haben jetzt hier solche Stücke drin. Hilfe. Sechs Stück. So. Und jetzt nochmal. Schneiden Sie jedes Teigstück in vier gleiche Teile, legen Sie dann die Hälfte davon in die Backform. Ah, etwas Käse, jetzt hier die Halme drüber streuen, dann restlichen Teigstücke, dann mit den restlichen Teigstücken füllen. Aha, also Teigstücke, Käse, Teigstücke. Restlichen Käse drüber streuen, mit der Butterknoblauchmischung beträufeln, backen. Ich bereite das jetzt mal vor und dann gucken wir uns gleich mal an, wie das Ergebnis aussieht.
Ja, also tut mir leid, bei aller Liebe für Knack und Back, das geht mir gerade gewaltig auf den Sack. Das ist schon echt ziemlich aufwendig. Ich meine, klar, es ist dafür auch ein Zupfbrot. Und wenn man Zupfbrot haben will, klar, das muss irgendwie auch ein bisschen, ist ja schwieriger zu machen, aber trotzdem, also das Butter, Mikrowelle hier, alles zusammenmischen. Ich habe jetzt eine andere Form genommen, die aber auch nicht richtig passt. Wer hat denn bitte so eine kleine Backform? Was ein Blödsinn einfach nur. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich alles ein bisschen zur Seite gehen. Ich hätte es nicht flacher machen können, weil dann wäre es nicht, hätte ich keine doppelten Lagen machen können. Deswegen werde ich da gleich einfach Alufolie reinstopfen und fertig. Ja, dann sollte ich das vielleicht jetzt mal eben machen. So, ein bisschen Alufolie als Barriere. Also, Teigdinger, das ist einfach wie die Sonntagsbrötchen, glaube ich, ist. Deswegen sind die auch so rund. Käse, nochmal Sonntagsbrötchen, Käse. Und da soll man jetzt drauf mit restlichen Käse bestreuen. Das habe ich. Und die Knoblauch-Butter-Mischung beträufeln. Ja, hier, ihr seht, da ist ordentlich. Das ist jetzt eine Mischung aus der Butter, die drin ist, und der Butter, die ich zugeben musste. Und ich frage mich, warum man nicht einfach beides zusammen in die Packung getan hat. Warum muss ich diese Knoblauch-Butter-Mischung, die dabei ist, noch zusätzlich Butter reinmachen? Was ist das für ein Schwachsinn? Das kann überhaupt nicht sein. Aber es steht hier auch, die Butter- und Knoblauchpaste in der Mikrowelle erhitzen. Also, tut mir leid, das ist hochgradig schwachsinnig. So, das haben wir jetzt gemacht. Das ganze Ding wandert jetzt in den Ofen für 24 bis 26 Minuten und dann schauen wir uns gleich an, wie es aussieht. Also bei aller Mühe, die man mit dem Teil hat, es sieht verdammt geil aus. Es ist jetzt natürlich ein bisschen höher geworden, als es sein sollte, aber ihr seht, es hat echt perfekt funktioniert. Hier unten an der Backform ist es schön angebacken. Hier oben geht der Teig auch so auf. Es ist also nicht der Original, der gleiche Teig wie bei den Brötchen. Und man sieht, dass die hier so quasi Einkerbungen haben. Das ist es nicht vom Schneiden, das soll hier auch so sein. Ist halt sehr aufwendig, Käse reiben, Butter schmelzen und nach wie vor absolut unverständlich, warum man Butter und Knoblauchding da nicht zusammen reinpackt. Finde ich wirklich schon, das finde ich wirklich lächerlich, ehrlich gesagt. Und aber jetzt machen wir mal hier den Probiertest. Wie gesagt, hier mit Limburger ist natürlich nichts für Anfänger. Ich persönlich mag das gerne. Und wir können ihn auch wirklich richtig schön zupfen. Das Zupfbrot schwimmt in Butter und Fett. Riecht gut. Oh, seht ihr hier, wie der Käse da rausläuft? Das ist richtig foodporn-mäßig hier. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Oh ja. Sehr, sehr lecker. Richtig schön weich, so leicht unterbacken innen drin schon fast der Teig. Hängt es natürlich maßgeblich davon ab, welchen Käse man nimmt, wie er schmeckt. Ich probiere jetzt mal unten das hier, was angeknuspert ist und was, wie ihr seht, unten in der Butter schwamm, in der Backofenform. Knusprig, butterig. Ich finde, ein bisschen mehr Salz wäre bei dieser Würze dabei gut gewesen. Ich persönlich könnte ja noch ein bisschen mehr gebrauchen. Hier innen drin, oh, guck dich mal an, wie der Käse ist. Alter, was ist das hier? Es wird auf jeden Fall eine geile Sauerei, das Ganze hier zu essen. Wie komme ich denn jetzt da innen drin rein? Vielleicht kann ich mir da eine Gabel nehmen und kann man hier so richtig schön dieses nur Unterbackene da rauskramen. Hat man jetzt quasi nur so weichen Teig mit Käse. Wirklich sehr, sehr gut aus. Sorry, jetzt hat hier gerade jemand angerufen, jetzt ist das Video abgebrochen. Also, hier hat man jetzt nur so weichen Teig mit Käse. War geil. Aber wie gesagt, hängt maßgeblich davon ab, welchen Käse man nimmt. Aber Idee funktioniert, das Ding ist auch richtig was fürs Auge. Sprich, das Ganze erleichtert einem schon, die Knack und Back erleichtern einem schon den Aufwand, so ein Zupfbrot zu machen. Aber es wird dadurch nicht easy, wie einfach die Backbrötchen in den Ofen zu machen. Ich finde es sehr aufwendig, spart wie gesagt Arbeit. Aber das mit dieser Knoblauchbutter, ich wiederhole mich, ich weiß, das ist für mich echt lächerlich. Wenn Sie das optimieren würden, dann würde ich sagen, könnt ihr gerne machen. Ihr müsst eine passende Backform haben. Man kann sich, wie ihr seht, ein bisschen helfen, aber so ganz 100 pro optimal ist es dann auch nicht. Aber optisch und so ein Highlight, geschmacklich auch gut. Ein bisschen mehr Salz für mich, kann man noch was drauf machen. Hängt, wie gesagt, natürlich dann auch von dem Käse ab, den man nimmt. Aber es ist wirklich toll hier mit diesem Knack- und Backteig auch. Ich mag den sehr gerne. Hier weich, unten knusprig, käsig. Einfach nur geil. Prinzipiell Daumen nach oben. Bisschen Feintuning braucht es noch. Und gerne einen Kommentar von euch, wie ihr das Zupfbrot findet. Habt ihr schon mal probiert? Würdet ihr es probieren? Da würde ich mich über einen Kommentar freuen. Wir können hier nochmal den angebackene Äußere anschauen. Und da seht ihr,
Es ist schon wirklich ziemlich geil. Es ist schon wirklich ziemlich geil. Ich wollte gerade sagen, ciao und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.